Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Leister How-To-Video. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Attila Heller und ja, wie ihr schon richtig erkennen könnt, sind wir mal wieder auf dem Dach unterwegs, gemeinsam mit unserem Unitrive 500, unseren Halbschweißautomaten aus dem Hause Leister. Wir möchten heute an der Attika schweißen und zwar faltenfrei. Und wie das funktioniert bzw. wie es nicht funktioniert, das werden wir heute simulieren. Viel hängt nämlich auch von der Einstellung der Düse ab. Ist die Düse so eingestellt, dass sie vom Winkel passt? Oder ist die Düse auch so eingestellt, dass der Andruckriemen tatsächlich eine Funktion hat? Und was passiert, wenn ich den Andruckriemen aus dem Spiel einfach herausnehme? Wir werden bei 480 Grad schweißen heute, bei einer Geschwindigkeit von 1,5 Meter. Und für die, die es interessiert, Material haben wir hier eine FPO-Bahn. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich heiz den Unitrive 500 auf und dann schweißen wir. So, wir haben jetzt den Unitrive 500 hochgeheizt und werden jetzt von mir aus gesehen links das Stückchen Dichtungsbahn verschweißen. Dazu nehmen wir den Unitrive hier an diesem Bügel einfach in die Hand, halten ihn so im 45 Grad Winkel und schwenken jetzt in die Dichtungsbahn ein und geben nur auf die nachlaufende Rolle Druck auf. Und man sieht jetzt schon, was passiert, wenn der Dichtungsriemen oder der Andruckriemen nicht mit eine Verwendung findet. So, da sind wir wieder. Wir haben den Unitrive 500 jetzt kurz runtergekühlt, dann die Düse gedreht, die Laufrichtung auch geändert und dementsprechend jetzt wieder hochgeheizt. Und wir werden jetzt schweißen und erkennen oder hoffentlich erkennen, was also passiert, wenn wir den Andruckriemen mit ins Spiel reinnehmen, um eben zu schauen, welche Auswirkungen das auf unsere Verschweißung hat. Das heißt, wieder schön im 45-Grad-Winkel über den Bügel einführen. Schauen, dass ich hinten auf die Rolle einfach ein bisschen Druck aufgebe und dass die vordere Rolle leicht über der Kante fährt. Und vom Schweißbild her sieht man jetzt schon, dass der Andruckriemen dafür so geträgt, dass die heiße Luft nicht hinter der Andruckrolle verwirbeln kann, um somit eine Wellenbildung zu erzeugen. Und das ist genau das Ergebnis, was wir haben möchten. Eine faltenfreie Verschweißung an der Attika. Dann sage ich an der Stelle vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass euch das ein Stück weit hilft bei eurer täglichen Arbeit und sage an der Stelle bis zum nächsten Mal. Ciao.